Damit hallo und herzlich willkommen zurück zur 36. Folge Assassin's Creed. Ich bin der Längste und begrüße euch recht herzlich zurück. Heute wieder mit Edward, wollte ich jetzt schon sagen. Aber wir haben ja Jacob. Aber warum komme ich denn auf Edward? Denn ich habe euch erzählt, ich habe ein schickes neues Outfit bekommen. Was ist denn hier jetzt los? Da muss ich mal kurz, glaube ich. Nein, jetzt habe ich den. Oh, und das Ziel aber auch. Ach komm. Leute, ihr solltet mich lieber in Ruhe lassen. Ohne Scheiß. Ihr seid aber auch blöd, ey. Ihr seid so blöd. Okay, gut. Dann haben wir uns wieder schön ablenken lassen. So, aber hier haben wir schönes Licht. Hier sehen wir es nämlich. Ich habe ein schickes Edward Kenray Outfit bekommen. Erinnert sehr, sehr stark an ihn. Und ja, das gefällt mir jetzt. Damit laufen wir eine Weile rum. Jetzt haben wir zwar keinen so hübschen Zylinder mehr, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Und was haben wir heute vor? Ach komm, ich glaube, ich hole mir jetzt hier den Teil, oder? Wo bin ich denn? Was müssen wir denn hier tun? Komm, dann arbeiten wir uns jetzt hier durch. Wir machen das, vielleicht mache ich das und dann kriegen wir vielleicht das noch hin, oder? Wenn ich das jetzt ganz schnell mache, heute mal Challenge, oder? Mal ohne ablenken lassen, wir rennen jetzt einfach mal hin zu der Mission. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. 250 Meter. Dann nehme ich mir vielleicht noch eine Kutsche mit. Weiter, Mädchen. Und... Ah, shit. Den Slider wollte ich noch abknallen, aber hat nicht mehr geklappt. Den hätten wir auch abknallen können, aber hat nicht mehr geklappt. Zug ist fast voll. 9.750 Dollar. Ich war doch in der letzten Folge erst da. Mensch. Aber da habe ich heute keine Zeit für. Heute müssen wir mal hier... Oh, was ist denn das jetzt hier? Was ist denn das jetzt hier? Seid ihr denn bescheuert? Bau doch mal ab hier. Stellen die hier eine Kutsche einfach so hin? Das gibt's doch gar nicht. So, Officer, Sie gucken kurz weg. Was in Gottes Namen? Lassen Sie mich los! Verschwinden so, Sie. Jetzt rennen wir mal ganz schnell hier weg. Aber ganz schnell. Mr. Scrivens. Ganz ruhig. Das geht dich überhaupt nichts an. Verpiss dich! Deine kriminellen Machenschaften gehen mich sehr wohl was an. Kriminelle Machenschaften? Darf ich denn nicht mehr mit meinen Männern am Hafen stehen und auf eine Lieferung warten? Eine Lieferung von Rauschmitteln? Ich glaube nicht. Es wäre klug, ruhig zu bleiben. Was will denn hier der Gorilla von mir? Hilfe! Ich bin hier gefangen! So helft mir doch! Manchmal habe ich das Gefühl, die Blighters, die sind ein bisschen dumm. Auf geht's. Den haben wir jetzt so oft den Kopf geschossen, dass er nicht mehr gerade ausfahren konnte, oder? Gut so, Mädchen. Toll, da stehen direkt die Blighters nebendran, aber okay. Braves Mädchen. Boah, ich hab echt keinen Schuss mehr jetzt, oder was? Muss ich mal einen Händler aufsuchen. Er ist ein gutes Pferdchen. Du bist das. Jetzt werd doch mal anonym. Ruhig, Mädchen. Ruhig. Weiter, Mädchen. Oh, muss die Kutsche da erst noch sterben oder warum? Auf geht's. So ist's recht.
Braves Mädchen. Ich glaube, so wird das nichts mit dem Anonymen werden, ne? Dann müssen wir nochmal hier lang. Lauf schön weiter. Ach ja. Haben schon wieder ein bisschen getrödelt hier. Achtung, Kleiner, Achtung! Boah, ich glaub, da ist nichts passiert, ne? Ich hätte ja auch nicht so assi abbiegen müssen, ne? Ich hätte ja auch einen Bogen fahren können. Ich Arsch! So, damit hätten wir also... Ich danke Ihnen. Oh, guck mal hier, ein richtiger Trommelrevolver. Wahnsinn. Oh, das war schon die Themse. Hä? Wo kriege ich denn das? Oh nein, mein Getränk ist leer. Ich habe nichts mehr zu trinken. Das war der letzte Schluck. Wie befreie ich das denn dann hier? Ach so, wir waren hier noch... Ach so. Was denn jetzt? Was ist der Unterschied zwischen einem Ruck und einem Misthaufen? Ah, ich glaube, wir haben die Themse fertig, wa? Hallo, Schlappschwanz. Zwei Messer habe ich noch. Und das kriegst du jetzt. Und jetzt. Und. So, ich glaube, die Themse gehört uns, wa? Oh, es geht jetzt weiter. Alter, Jacob ist so stark. Das ist schon übel, ne? Mit der Kenway-Kleidung habe ich halt auch noch 10% mehr Damage. So, dann gehen wir jetzt schnell zum Aussichtspunkt. Und dann rennen wir direkt zur nächsten. Ah, ein Händler wäre mal super eigentlich, ne? Ein Händler wäre echt mal super, weil da links unten ist einer. Ich muss mal merken, da muss ich doch noch hin. Hoffentlich komme ich da jetzt auch rüber, ey. Bitte, 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 bitte. Ach, komm schon, ey. Jacob. Ah, nicht bummeln, Jacob. Hier, jetzt. Jawohl, genau, so. Warte mal, vielleicht dann über die Rohre hier. Da ist ein Helix, aber ich gehe trotzdem hier lang. Was ist das denn hier? Große Durchlauferhitzer oder was? Oder Kühlungen. Kann ja natürlich auch sein. Eins von beiden. Also Vorarbeiter töten. Das könnte ich jetzt... Na, ja doch, das könnte ich jetzt schon machen. Da gehen wir natürlich wieder von oben rein. Wo ist der denn? Lol, warum konnte ich jetzt nicht zielen? Ach so, ich hab keine mehr. So. Ja.
Seestern gar nichts. Ich helfe euch hier raus. Zeigt ihnen, was wir drauf haben. Für euch alle gibt's heute kein Abendessen. Ganz ruhig. So, dann muss ich ja noch den Freak da oben erwischen, ne? Ganz ruhig. Alles wird gut. Wo versteckt? Ach, der ist auch schon tot. Ha! Oh nein, Standbild ist immer uncool. Ach so. Ich hab gedacht, das müsste jetzt... Ach so, guck mal. Ach, das ist ja immer noch nicht fertig hier. Was ist denn das jetzt für eine Scheiße hier? Müssen wir nochmal zum Bahnhof gehen, wa? Haha. Guck ich noch mal da oben. Aber was ist denn das jetzt schon wieder? Verpisst euch! Schon wieder? Haus weg, gehört den Blighters! Ach, ein Scheiß gehört euch, Mann. Ihr seid umzingelt in Ost-London. Habt ihr das noch nicht gerafft? Jetzt habe ich natürlich nichts zum Werfen, ne? Ich bin doch nicht. Er kommt hier nicht in einem Stück raus. Mein Gott, in dieser Folge sind jetzt aber echt scheiß viel Blighters gestorben. Ach komm, wir nehmen sie heute mal alle mit. Eben gern. Ich bin kurz davor, dich zu Hause an meine Hunde zu verfüttern. Aber erstmal muss ich nochmal da hoch. Scheiße. Wo ist denn das jetzt? Da oben oder was? Okay. Ob die da jetzt alle mitkommen? Nee, wa? So, Gefangenenquartier, das machen wir noch und dann müssten wir doch eigentlich, jetzt gucke ich noch mal schnell auf die Map. Ja, die, die Themse, da unten haben wir noch eins. Okay. Gut, jetzt müssen wir aber dahin. Meine Jungs jetzt noch mitkommen, auch wenn ich hier oben lang gehe. Jacob, geh doch mal runter. Genau. Ich glaube, die kommen nicht mit. Na, jetzt sind sie weg, oder? Ich weiß es nicht. Da ist eine Spieluhr. Siehst du? Mr. Green, ja? Nicht verzagen. Wir kriegen das schon noch hin mit den Spieluhren. Ich brauche halt nur die verdammte Karte dazu. Dann geht das Ganze auch besser. So, jetzt sind aber meine ganzen Leute hier bei mir, ne? Jetzt machen wir mal hier richtig Gang. Lol. Ah, so viel dazu. Okay. Ein Händler wäre cool. Ne, dann nehmen wir lieber den, ne? Oh Mann, jetzt wollte ich da mal meine 5, 6 Leute mitnehmen und die da in die Fabrikhalle schicken, aber...
haben wir mal so ein paar Blighters zwischendurch, oder? Ist schon was Feines. So, gib mir alles. Top. Kommen Sie wieder! Wisst ihr was? Ich schummle jetzt hier mal ein bisschen. Und damit wir heute ein bisschen Partnerlook machen. Gehen wir mal hier rein und dann gehen wir schnell hier rein und dann machen wir nämlich so. So, sieht nämlich auch schick aus, ne? So, wo haben wir denn jetzt hier diese verdammte Glocke? Beziehungsweise das ist ein Scharfschütze. Level 5, 5, 5, 5. So, wo ist jetzt die Glocke? Wo ist die Glocke? Ein bisschen schwer noch hindern. Warum kann ich nicht zielen? Mann, ich wollte jetzt die scheiß Kiste da kaputt schießen. Scharfschütze, Scharfschütze! Okay, ich sehe immer noch keinen. Da ist der Speer, da ist der Speer! Verdammte Scheiße! Das mit dem Speer hat gerade nicht mehr geklappt, wa? Hä? Wen soll ich denn hier noch töten? Ach, Ivy! Ach, nee! Ach, scheiße, ich wollte hier nicht rein. Ist denn hier noch einer? Könnte sein, auf dem Dach noch ein Speer. Ah ne, warte mal, hier geht's doch nochmal hoch. Hallo? Ich suche den letzten Blighter, hallo? Tja. Können wir jetzt. Weil eigentlich spielen wir ja heute Jacob, ne? Ach, guck mal, der hat ja hier 10 verfügbare Fähigkeiten. Der geht ja ab. So, was gebe ich denn dir dann noch? Kost 2, dann habe ich noch 5. Was hätten wir denn da gerne noch? Ja, dann mache ich jetzt das hier auch. Was habe ich denn noch? Schleichen. Ja, das ist halt noch cool. Das ist vielleicht auch noch cool. Und das ist auch noch cool. Aber ich glaube, ich mache das jetzt auch hier. Adlerauge, Reichweite. Ist eigentlich ganz cool, ne? Damit kann man besser planen. So, zack. Wird jetzt nicht lang gefackelt. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Jetzt habe ich noch 2 Punkte oder was? 4 habe ich sogar noch. Nehmen wir das auch noch mit.
Mehr Loot. Machen wir Level 8. Top. Gut, mehr machen wir erstmal nicht. Du hättest ja auch mal zu mir kommen können, ne? Immer muss man alles selber machen und die Leute suchen hier. Scheiße! Was? Unbemerkt habe ich ihn auch nicht getötet. Das war doch so ein Attentat von oben. Naja. Machst du nichts, ne? Da machst du was und dann machst du nichts. Ja, machen wir. Komm schon, das machen wir gleich. Ja. Lass mich. Lass es mich tun. Ja. Yeah. Und wie geht es dir? Na dann los. Mir geht es blendend. Und selbst? Du folgst. Die wollen wir mal für Herrschaft in diesem Bezirk kämpfen. Geben wir ihnen, was sie wollen. So sieht's aus. Sollen sie mal alle kommen jetzt hier? Ich mach sie alle kaputt. Miss Plum steht nicht mehr an der Spitze der Blighters von Southwark und diese müssen ohne Anführer in den Kampf. Es sieht gut aus für die Rooks. Brauchen noch ein schönes Thumbnail. Dieser Borough gehört nun uns! Oh, mit gestreckter Faust hätte ich es gern gehabt. Braucht ihr Hilfe? Zeigt euch ihn! Ey, mach mal. Warte mal, ich muss hier mal mitten rein und jetzt. Zack! Bam! Toten Blighters! Jawohl! Ladies and Gentlemen, wir sind Jacob und Evie Fry. Und von diesem Moment an arbeitet ihr alle für uns. Geil, wie sie da beide jetzt gerade in Piratentracht stehen, ne? Ist schon cool. Kann ich schon mal ein Bild von machen. Oder? Komm schon. Ah, oh, jetzt ist der Kopf so abgeschnitten. Ich hoffe, ich habe ein gutes Bild. Ja, warum schmeißt es mich doch nochmal auf die Karte hier? Ach, guck mal, da schaltet man auch was frei. Zugversteck, ja, da muss ich jetzt wirklich mal hin, weil ich glaube, da kriege ich jetzt ganz viel Kohle. Und dann gucken wir nochmal schnell nach den Gang-Upgrades und dann eventuell befreien wir noch die Themse. Was haltet ihr davon, wenn wir jetzt eh schon so einen Befreiungspart machen? Ich wollte ja eigentlich die andere Story-Mission machen, aber... Dann können wir Greens Wunsch erfüllen, dass wir die Themse vielleicht befreien. Und wenn die Themse ganz unser ist, dann... Ja, haben wir eine gute Basis in Ost-London und eine gute Ausgangsposition, um West-London dann auch für uns zu gewinnen. Ein Brief. Für mich. Schön, Sie wiederzusehen, Mr. Fry. So, was haben wir denn hier? 10.725, top. Dann machen wir jetzt mal hier Gang ab gerade. So, jetzt haben wir, was, wir haben hier 30.000 hier, guckt euch das an. Wenn sie ihre Rooks in den Kampf schicken, eröffnen sie den Kampf mit einer gemeinsamen Salve. Jawoll. Die Rooks erhalten ein fortgeschrittenes Kampftraining. Momentan haben sie Level 7, drücken sie, um sie zu rekrutieren. Jawoll. Die gemeinsame Salve der Rooks ist effektiver. Jetzt wird es langsam alles teuer. Was haben wir denn hier? Die Rook-Kutsche. Es war noch Platzbudget für bessere Fahrzeuge. Jetzt dominieren die Rooks. Kavallerie, rufen sie Kutschen voller Rooks. Okay. Rook-Vollstrecker. Ihre Gang verfügt. Oh. Ja, ich glaube, einen Vollstrecker wollen wir haben, ne?
So. Dann können die dann mal schießen. Ah, schießen ist schon okay, oder? Schießen dürfen sie schon noch. Guck mal, ein bisschen Kohle habe ich noch. Hängende Fässer. Ja, das ist doch Quatsch. Growler-Boom. Erhöht die Beliebtheit des Growlers. Ich weiß nicht, warum das cool sein soll. Schalten Sie die Galvanen. Besuchen Sie. Ja. Ja, da geht's schon los. Ich glaube, mehr will ich gar nicht haben. Dann nehme ich doch das hier noch mit. So. Ich wollte jetzt da oben ein... Ach so. Oh, hier ist ja alles noch. City of London ist noch nicht unser. Dann schlage ich vor... Gehen wir jetzt tatsächlich hier in den Süden. Haben wir ein schönes Seefahrer-Outfit an. Ne? Das passt ja dann zur Themse. Ne? Edward hat die Weiten des Atlantiks befahren. Ne? Vielleicht war er auch im Pazifik. Ich weiß nicht, ob er auf der Westseite von Amerika war. Ne? Und dann kommt Jacob Fry, der die Weiten der Themse erkundet hat. Ne? Wir haben jetzt nicht Amerika entdeckt. Gut, ist jetzt halt nicht so eine große Strecke gewesen. Ne? Wir können ja sagen, wir haben West-London entdeckt. Wo muss ich denn da jetzt hin? Muss ich nochmal in ein Geschäft oder habe ich noch alles? Ich glaube, ich habe noch alles. Ne? Gehen jetzt mal direkt darüber. Los geht's. Warte mal, ich würde ja schon mal gerne. Schlägerei, Schlägerei, macht sie alle fertig. Nicht, dass wir uns hier noch schlimmer entwickeln wie die Blighters, ne? Komm her, ich nehme euch alle mal mit. Ah, da ist ein Geschäft. Geil, Mann. Find ich gut, Jungs. Das find ich richtig gut. Ach, jetzt kommen wegen dem Spinner da hinten, oder was? Ihr habt wohl gedacht, weil er hier auf so einem blöden Boot steht, seid ihr sicher oder was? Was kann ich denn jetzt hier machen? Warte mal, hier ist doch irgendwie stehlen. Ah, Fracht markieren. Nein! Okay, warte. Oh, das habe ich fast übersehen. Lol, wollt ihr mir hochhelfen, oder was? Markier die Fracht. Schnell.
Oh, und ich fahre immer weiter weg. Ich will doch eigentlich da zu dem Ausguck. 30 Minuten. Oh, komm schon! So, jetzt. Aber jetzt können wir markieren. Mann, heb doch einfach das Bein. Es geht doch viel schneller. Guter Fang, Boss. Oh Gott, für die müssen wir auch noch so viel machen. So, wo haben sie mich jetzt abgestellt? Lol, hier ist gar keine Kiste. Die verarschen mich. Mr. Stavins! Gut, dann muss ich 300 Meter. Ach du Scheiße. Da bin ich aber weit abgekommen. Ach, guck mal, da ist eine und da ist auch eine goldene Kiste. Okay, Planänderung. Dann werden wir das hier am Anfang der nächsten Folge machen. Und jetzt holen wir aber noch die zwei goldenen Kisten, weil die will ich durchaus haben. Die will ich haben. Und ich glaube, dafür haben wir jetzt auch noch 8 Minuten Zeit. Wenn er jetzt noch blonde Haare hätte, ne, dann wäre es echt ein Edward. Der Edward. So, wo muss ich da jetzt hin? Oh, warum sehe ich die denn nicht? Da. Aber das ist nicht die. Hier muss auch irgendwo eine sein. Wenn ich jetzt ganz runter springe, muss ich schon wieder hochklettern. Ist die Kiste Transbrenngorn. Ah, die wird auf der Anhöhe da stehen. Alles klar. Nein, nicht ganz hoch. Nein, 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 nein. Ich wollte eigentlich dahin. Gibt es hier eine Kiste? Ich höre sie schon. Ja. Jetzt haben wir ein neues Gift. Geil, oder? Oh nein, jetzt komme ich hier nicht raus. Ach, scheiß doch die Wand an. Echt nicht? Oh. So, Moment, da drüben war die nächste, ne? Nein, nicht rutschen, nein, stopp, da, hoch. Oh, es geht sogar, guck mal. Cool. Vielleicht kriege ich es ja doch noch hin, die eine Themse-Mission dann zu machen. Das ist halt noch so ein Haken, ne? Jetzt gibt es ja die Taste für Parkour runter. So, das ist die B-Taste. Jetzt wollte ich da natürlich schnell runterklettern. Aber um über den Zaun zu kommen, musste ich jetzt einmal Parkour nach oben... Und danach erst Parkour nach unten machen. Ich hoffe, ich gehe da richtig, Richtung diese komische Kirche. Nein, Jacob! Ach komm.
War das die Kirche? Oh, ich bin mir nicht sicher, ob ich richtig laufe. Nee, da unten ist er. Da muss ich hin. Das ist die kleine Kapelle. Ist das überhaupt eine Kapelle oder ist das einfach nur ein Ratsgebäude irgendwie? Vom Stadtrat. Man weiß es nicht. Getrocknete Blume sehe ich da jetzt auch. Ah, es war wirklich eine Kapelle, wenn hier der Friedhof direkt dahinter ist. Vollendet! Frachtdiebstahl, ja, nee. Ich hatte jetzt vor, vielleicht, oh, ich sehe sie noch nicht. Ja, dann muss ich da erstmal hoch. Ach, scheiße, ich habe jetzt gedacht, jetzt mache ich noch ganz schnell die Mission und dann können wir mit dem Gangkrieg den nächsten Part anfangen. Was ist denn hier los? Ganz ruhig. So, nehmen wir noch eine Pulle Bier mit, oder? Hier mitten im Kampf. Oh, hör doch mal auf. Ich will das doch gar nicht. Da ist unser Ziel. Oh, jetzt ist natürlich die Fracht weg. Alles klar. Ist in Ordnung. Habt ihr mich aber schön verarscht. Ach nee, da ist meine Fracht. Warum ist sie denn? Lol. Warum? Hä? Lol. Okay, da ist sie. Und weiter geht's. Hier wieder. Warum ist denn jetzt der Bulle sauer auf mich? Oh geil, hat geklappt. Nice. Okay, sehr schön. Ein goldener Obsidian. Na super. Nee, Obsidian ist das ja, ne? Nicht Obsidian. Ach, guck mal, da ist die letzte Kiste! Warum beschießen die mich denn die ganze Zeit hier? Ich bin doch bescheuert, ey. Soll mich in Ruhe lassen. So, die Kiste ist genau auf der anderen Seite vom Gebäude. Gehen wir lieber hier rum. Das erscheint mir kürzer. Jetzt noch den Ausguck erreichen würde. Das wäre toll.
Ey, wer rennt mir denn da alles hinterher? Jetzt hau doch mal ab. Du weißt doch gar nicht mehr, wo ich bin. So eine blöde Kutsche verfolgt mich da. Oh, da rennt mir echt nur einer hinterher, ne? Ja, meine Freunde, nichtsdestotrotz, was laber ich jetzt wieder? Nichtsdestotrotz, ja, leiten wir schon mal langsam die Verabschiedung wieder ein. Denn ich werde dann auch gleich Schluss machen. Wir haben ja die Zeit schon wieder erreicht. Hier können wir schnell weiter, schnell. Jawohl. Und in der nächsten Folge, verspreche ich euch, werden wir die Themse befreit haben. Dann haben wir eine klare, gerade Grenze für unser Gebiet und können weitere meine eine Spieluhr zu hören, oder? Da liegt sie doch. Die hole ich jetzt auch noch. Ich will das abbrechen, das will ich gar nicht sehen. Ich will es nicht sehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir haben ja doch einiges wieder erreicht. Zwar sind wir in der Story schon wieder nicht vorangekommen, aber ich habe viel Zeug gesammelt. Ich habe euch einiges gezeigt und ich denke, war schon okay, die Folge. Ne? Schreibt... Naja, nicht runter, sondern hoch. Schreibt es mir. Ich freue mich. Und wenn ihr zu faul seid zum Schreiben, dann wenigstens einen Daumen hoch. Und wenn es euch halt nicht gefallen hat, wenigstens einen Daumen runter. Ne? So, meine Freunde, wir synchronisieren. Wir bereiten uns vor für die letzte Übernahme nach oder in London oder von London oder wie auch immer. Und schaltet wieder rein zur nächsten Folge, wenn ihr Lust habt. Wir machen jetzt Schluss. Das war's von mir. Bye, bye. Euer Langster.